So, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie BFC Dynamo, Berliner AK 07, Endstand 0:0. Unserem Gästetrainer Özcan Gümüş zuerst die Möglichkeit zum Fazit ziehen. Bitte schön. Ja, mein gerechtes Unentschieden, denke ich. Weil ich glaube, hier hat weder Dynamo einen Sieg verdient, noch wir. Ich denke, beide hatten gute Möglichkeiten zum Sieg, aber letztendlich war das ein verdientes Unentschieden. Habe ich so, also sehe ich das so. Und was auch auf dem Stadionheft stand, ein Spiel auf Augenhöhe, genau so war das auch. Und letztendlich war das, glaube ich, auch für die ganzen Zuschauer ein gutes 0-0-Spiel. Obwohl da keine Tore gefallen sind, aber trotzdem denke ich, dass hier jeder zufrieden nach Hause gehen kann. Und für übers Spiel jetzt gerade, ja, beide Mannschaften gute Möglichkeiten. Wir nach der zweiten Halbzeit 2-3, zum Ende hin Dynamo noch ein paar. Also wie gesagt, gerechtes Unentschieden. Ja, ich glaube, jeder kann damit leben. Dankeschön. Dankeschön. Dem Gästetrainer, unserem sportlichen Leiter Kevin Meinhardt, die Möglichkeit, Fazit zu ziehen, 90 Minuten. Ich denke, ich schließe mich dem Kollegen an. Wir haben ein gutes 0-0 gesehen. Beide Mannschaften waren auf Augenhöhe. Wir hatten schwere Tage, dass auch die Jungs mitbekommen haben, aber dafür haben sie es relativ gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat gesehen, dass wir nicht in der Breite gut aufgestellt sind. BRK hatte hinten raus noch ein bisschen mehr Spielanteile. Wir hatten dann zwar noch die Chance, aber ich denke, wir sind alle mit dem 0-0 hier zufrieden. Dankeschön. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen? Ja, zu den schweren Tagen würde ich gerne noch vielleicht ein, zwei Sätze von Ihnen hören, so eine kurze Stellungnahme. Ja, da gibt es eigentlich jetzt großartig erstmal nicht viel zu sagen nach dem Spiel. Der Trainer hat ja gesagt, dass er die Pressekonferenz hier nicht antritt. Und wenn es in seinem Sinne ist, dann tue ich das für ihn. Gibt es weitere Fragen? Gibt es da hier und heute jetzt von Seiten des BFC eine Stellungnahme? Ja, der Trainer munkelt hier rum. Ich denke, man kann da auch ganz offen sein. Der Trainer ist in den letzten Tagen zu dem Entschluss gekommen, für ihn einen Punkt zu setzen, und den müssen wir alle respektieren und nachkommen. Gibt es weitere Fragen? Ja, gerne gleich weitergehen natürlich. Gibt es da von Seiten des Vereins schon? Nein, ich denke, es ist jetzt kurz nach dem Spiel. Erstmal hatten wir uns konzentriert auf das Derby, weil es war ja auch mit einer Brisanz geladen, wo ja, gewisse Vorzeichen im Raum standen, aber ich denke, wir haben das heute alles sportlich gelöst, und es gab war ein fairer Zweikampf, wo sich beide Mannschaften einen guten Fight geliefert haben. Jetzt so kurz nach dem Spiel ist es natürlich schwer, dort die Worte zu finden, weil es natürlich allen sehr nahe geht. Ja? Und man hat gesehen, wie hart es die Mannschaft getroffen hat. Aber wir müssen alle nach vorne schauen. Wir haben nächste Woche das nächste wichtige Spiel gegen Magdeburg, und da müssen wir wieder versuchen, eine Topleistung abzurufen. Wer wird das Training leiten vor dem Spiel gegen Magdeburg? Das ist jetzt, denke ich, erstmal noch, das sind Illusionen. Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen. Jeder von uns, von unserem Team, von den Spielern, steht 100% zu der Entscheidung, die der Trainer getätigt hat. Ja? Und ja, wir werden sehen. Das ist jetzt, denke ich, auch recht frisch alles, und Sie wissen es. Und ja, jeder muss damit umgehen, und so ist halt das Leben, also so ist Fußball. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Restsonntag. Vielen Dank. Wer will zuerst nicht? Kevin, ganz kurz. Hey, ciao. Das ist der Weg.